Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. So, ich nehme jetzt doch noch einen Teil auf. Vielleicht jetzt nicht die ganze Folge, vielleicht verabschiede ich mich dann zwischendurch. Ich habe hier auf der Karte eingezeichnet, wo ich hin soll, in diesem Gebiet hier. Es wäre natürlich möglich gewesen, dass es die beiden waren, die ich da... die dann plötzlich einmal so schnell auf mich zugelaufen waren. Ne? Vielleicht waren das ja die Banditen sogar. Das wäre natürlich interessant. Ich weiß offen gestanden nicht genau, wie ich mich gegen zwei Leute gleichzeitig da zur Wehr setzen soll. Da habe ich vielleicht ein Problem. Man kann auch versuchen, vom Pferd aus zu kämpfen, bis es einen abwirft. Die Möglichkeit gibt es wohl auch noch. Hat man ja meistens eigentlich einen Vorteil mit, wenn man das vom Pferd aus versucht. Also, ja, wenn man das hinkriegt halt, ne? Ob die da immer unten patrouillieren oder ob die hier auch mal in den Wicken rumhängen. Also leise sind wir auf jeden Fall gerade nicht. Dann können wir auch schneller reiten, würde ich sagen. Ich dachte, ich hätte eine Feuerstelle gesehen oder so. Irgendwo kommen wir hier gleich wieder an einen Weg ran. Und... dann reiten wir den mal runter. Wo sind wir denn? Ah, hier kommt gleich der Weg. Da ist der Weg. Wir werden hier irgendwo rumrennen. Mal gucken. Ob wir die irgendwo noch mal treffen. Mal schauen, wie wir das mit zwei Gegnern gleichzeitig aufnehmen. Ich würde ja ganz gerne dann einen von hinten irgendwie auflauern und dann irgendwie mit dem Pfeil schon mal einen Rücken schießen oder sowas. Das wäre eine gute Sache, glaube ich. Wir fallen auf die Entfernung ja auf, die beiden Jungs da. Ich glaube, jetzt sind wir schon wieder zu weit, ne? Ah, okay, die können hier irgendwo... Aber das kann ja dauern, bis ich die gefunden habe, was? Muss ich jetzt die ganze Strecke abreiten? Oh, das wäre mir aber nicht recht jetzt. Doch, und hier ist auch wieder rechts. Die können ja, wer weiß wo sein. Lass uns mal gucken. Ich bin jetzt aber wieder auf der richtigen Straße, ne? Ja. Ja gut, machen wir das. Können wir ein bisschen schneller reiten. Können wir einfach beizischen und dann irgendwie absteigen. Und dann versuchen sie irgendwie von hinten aufzumischen oder sowas. Irgendwas in der Art. Ich will jetzt mal annehmen, dass die hier auf den Feldwegen entlang laufen und hier patrouillieren oder sowas. Wir müssen auf die Ausdauer von dem Pferd achten hier. Mal gucken, ob wir die jetzt hier gleich irgendwo sehen. Also das komplette Gebiet absuchen wäre ein bisschen groß, wenn die jetzt mitten in den Wicken da hängen. Ich will hoffen, dass die auf dem Weg bleiben. Ah. Gucken wir mal. Na toll, jetzt sind wir...
Haben wir gleich einmal alles abgeritten hier. Pflicht ist doch nicht so einfach. Körper tot, plündern. Was machst du da, du Mörder? Ich war das nicht. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche war schon hier, als ich ankam. Was treibst du hier in der Nähe einer Leiche, in der Nähe eines Mordes? Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kubilla durch die Provinz. Herr Ratzig, du lieber Himmel, ich bitte um Verzeihung. Ja. War nicht so gemeint. Kein Problem. Na schön, du scheinst doch unschuldig zu sein. Ja, gut, ich wollte nur plündern. Und was hast du hier gemacht? Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit? Ja, ich frage ja nur, du trägst die Mordwaffe bei dir. Ah, das muss der Joker sein, der ist so ein Sternchen vor, guck mal. Gib es zu, ich werde es melden, du trägst die Mordwaffe bei dir. Wir nehmen das mal, Sternchen. Du trägst die Mordwaffe bei dir. Du wirst nicht beweisen, dass es die Mordwaffe ist, aber ich werde beweisen, dass ich damit umzugehen weiß. Was? 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 Komm. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Was soll ich denn jetzt auswählen hier? Ist ja... Ich werde dich melden. Man wird mir Gehör schenken. Und nu? Ich werde dich nach Atai zerren und den Vogt entscheiden lassen. Ich weiß, was geschah. Ich werde die Straßen nicht Banditen überlassen. Oh, wirklich? Eines verspreche ich dir, wenn du versuchst, mir etwas anzuhängen, wird die ganze vermaledeite Provinz davon erfahren. Hm. Du scheinst wirklich nichts getan zu haben. Was ist denn das für eine... Was für ein merkwürdiger... Dialog. Darf ich den jetzt noch plündern wenigstens? Was hat er denn dabei? Ach, ist auch wieder nur alles blutig. Wir lassen es mal, ne? Oder? Wir nehmen das Schwert mit. Komm, das Schwert können wir mitnehmen. Das wird wohl keiner gesehen haben. Oh, vielleicht eine Karotte fürs Pferd. Komm, eine Karotte fürs Pferd. Wo sind wir denn jetzt? So, wo sind die beiden doofen Typen da, die wir jetzt suchen? Wo sind die denn hin? Die suchen wir doch. Die müssen doch hier mal irgendwo auftauchen. Da können wir noch mal reinreiten. Was ist denn da los? Die haben ihn doch gerade überfallen, den Typen, oder nicht?
Was ist denn da los? Hey, wer ist da? Was ist das? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Mehr hast du nicht drauf? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Was ist los? Komm schon! So, vom Jäger zum Gejagten. Ganz unglücklich. Das wird eine Freude! Liam Neeson jagt mich. Hör ich ganz deutlich, dass er das ist. Hundling! Alle Doppelte da. Okay. Shit. Oh, das tat weh. Scheiße. Es ist schwierig, hier durch die Büsche was zu sehen. Gut getroffen. Oh shit, das darf nicht nochmal passieren. Weiternehmen! Shit. Du bist erledigt, Hundsfott. Jesus Christus. Verflixt. No, kurwa. Musst du jetzt weinen? Ja.
Schwierig, 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 schwierig. Ich will nicht noch sterben hier. Autsch. Ich will hier nie noch sterben. Das muss nicht sein. Leck mich doch! Aber! Dafür wirst du sterben. Warum musste ich ausgerechnet an diesen Typ mal vorbeikommen, ey? Der eine hätte mir ja vollkommen gereicht da erstmal. Und der ist jetzt vor allem weg, ne? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ich muss danach dringend ins Badehaus, ey. Wenn ich nicht auf dem Friedhof lande. Shit! Das schaffe ich nicht mehr. Ich bin ja schwer verletzt. Das müssen wir nochmal machen. Ärgerlich. Du machst es nicht lange. Ich sehe ja nichts mehr. Ich mach's auch nicht mehr lange. Ah, shit. Fortfahren. Das müssen wir nochmal machen. Okay. Naja. Ah, okay. Dann reiten wir gleich mal unten einem Dings da ein, ne? Ich wusste am Anfang auch gar nicht, als ich gesehen habe, dass sie da am Wegesrand jemanden aufgemischt haben. Da wusste ich auch gar nicht, auf wen ich da jetzt hätte schießen sollen, ne? Wahrscheinlich auf alles, was noch steht, sage ich mal so. Könnte man so als Grundbemerkung. Treffe ich die denn hier unten gleich wieder an? Was musste der auch unbedingt an seinem Kumpel dann vorbeikommen? Ich glaube nicht mal, dass die beiden zusammengehörten. Hier war das vorhin, ne? Ja. Muss ich jetzt... Das ist doch einer von denen, oder? Schieße ich den gleich auf den oder so? Vielleicht? Ob wir das mal machen? Ich gar nichts. Guten Tag. Verdächtige Waffen nicht. Grüß dich, mein Guter. Darf ich dir eine Frage stellen? Frag. Und danach frage ich dich etwas. Ach ja? Nun gut. Wir suchen nach Rotschopf, einem Stallburschen von einem Gestüt in der Nähe. Hast du ihn gesehen? Kenne ich nicht.
Ich komme nicht mal aus diesem Teil des Landes. Ein Jammer. Wir machen uns Sorgen um ihn, können ihn aber nirgends finden. Ich kenne ihn wirklich nicht. Aber an eurer Stelle würde ich die Köhler fragen. Oh, gewiss. Danke für den Ratschlag. Bringe ich ihn um? Ja, ne? Also warst du es, du Hurensohn. Ich glaube, der hat direkt Verstärkung. Oh shit, hat er mich so krass getroffen? Moment. Okay, alles klar. Habe ich Heiltränke oder sowas? Ja, Retterschnaps, Angelblumen. Nee, Kater. Toll. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur den hier. Aqua Vitalis. Okay. Plündern. Fünf Langstreckenpfeile. Ringelblumenaufguss. Den Silberring nehmen wir mit. Schwitzschweinleder nehmen wir mit. Die Jagdhandschuhe sind, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und mal gucken. Was war denn mit dem Nahrung? Ringelblumenaufguss. Ach, leichte Wunden auch. Nicht nur Auswirkungen eines Katers. Okay, dann nehmen wir mal für mal ein. So, steigt das dann jetzt langsam an? Wo ist denn der zweite? Tüti Banditen. Da ist es ja, Pebbles. So. Aber wo ist der andere? Hier ist doch einer. Sieh an, was da unterm Stein vorgekrochen kommt. Hier ist doch einer. Wo kam denn die Stimme? Die habe ich da vorhin auch schon gehört. Da oben ist einer. Eine lange Pike. Warum läuft er denn nicht richtig zu mir? Verbuggt. Ist der verbuggt? Nanu, was stimmt jetzt nicht?
Ja. Was war das? Was machst du denn da? Hey, wer ist da? Scheiße. Ich hab da jetzt ein doofes Gefühl bei. Wer ist da? Das, irgendwas geht da in die Hose. Wer bist du denn überhaupt? Oh, du bist ein Wächter. Okay. Und wer war das? Ah, das ist ein Bandit. Okay, sehr schön. Du nimmst mir das nicht übel, ne, dass ich auf dich geschossen habe. Wo ist der zweite? Auch tot. Habe ich die Quest jetzt erledigt? Das ist auf keinen Fall ein Questlog. Für die Banditen. Die, ganz ehrlich, so viel können doch hier gar nicht sein. Die müssen doch schon alle. Guten Tag. Gibt's doch nicht. Es kann doch nicht. Kommunionskelch. Okay. Goldener Kelch. Sehr schön. Den nehmen wir mit. Oh, die Schuppenhaube da. Ein verbesserter Spezialfall. Die können wir auch mitnehmen, die Bunthaube. Und die Jagdstiefel sind, glaube ich, auch besser als das, was ich habe. Den Rest brauche ich nicht. Ja. Ich gehe auch gleich mal rüber zum Köhler. Eigentlich müsste es das ja mal gewesen sein, ne? Hoffe ich mal irgendwie, ne? Eine Hirnhaube, Hirschleder, langer dunkler Wappen, die Pfeile nehmen wir mit, nochmal Ringelblumenaufguss. Den können wir auch mitnehmen. Und dieses Schwert, was hier liegt. Das liegt ja nur optisch, was? Das kann man gar nicht mitnehmen. Schade. Nee, ich bin überladen. Wo ist mein Pferd? Na, da. Sehr schön. So. Das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch echt ein paar zu viele eben angegriffen oder sowas. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Die Pfeile wiegen jetzt gar nicht so viel, ne, oder? Vor allem langsam schleppe ich hier richtig viele Pfeile mit mir rum. Ey, unglaublich. So, da muss ich mal in Ruhe gucken, was ich dann für Sachen, was ich hier mal für Sachen dann repariere und, oh, das werde ich morgen haben, da werde ich das für mich so machen. Dann gehe ich das einfach mal in Ruhe durch und repariere mal, verkaufe mal die ganzen Schneidersachen. Da kannst du ja den ganzen Tag mit verbringen. Das werde ich machen. Ja, ein Todesfall, aber alles in allem bin ich doch ganz gut dabei weggekommen, sag ich mal. Mensch, ey. So, mal gucken. Also jetzt wäre es ja wahrscheinlich keine Lüge mehr, ne? Wenn ich sage, die sind tot. Wir gehen da mal hin. Toll, welcher ist er denn jetzt? Der hat sich ja bewegt. Wie gemein. Bist du das hier? Nee, du bist nur der Zwilling. Wo ist denn der Chef hier? Jetzt bin ich mal gespannt. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Wieso Lüge? Ich hab's hier doch erledigt. Das können doch nicht noch mehr sein. Töte die Banditen, wobei die Quest ist noch aktiv, ne? Die Quest ist noch aktiv. Das ist unglaublich. Wieso ist denn die Quest noch aktiv?
Ich hab's doch aber gemacht, oder nicht? Nahrung, Ringelblumen, komm, wir nehmen nochmal einen. Dann fehlt ja noch einer, sonst wäre die Quest ja nicht mehr aktiv. Ich meine, ich könnte ihn auch anlügen, aber... Wer weiß schon, was dann passiert in dem Spiel, dass man dann, Vielleicht waren die zwei ja dann auch nur so Banditen. Da habe ich jetzt gerade keine Zeit für, oder? Ja gut, von diesen verdächtigen Typen hatte ich nur einen. Dann waren das andere zwei reguläre Banditen, die einfach nur so da waren, aber nicht so ein verdächtiger Waffentyp. Okay, alles klar. Ja, dann reiten wir das nochmal ab. Vielleicht finden wir ja nochmal. Den konnte man ja auch nochmal ansprechen. Weil der versucht ja auch unverdächtig zu sein, der Verdächtige. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, mal gucken. Dann werden wir ja irgendwo hier ein... Der wird hier unten auch irgendwie rumstolzieren. Denke ich mir. Hab ich jetzt mit dem was zu tun gehabt oder liegt der einfach nur so rum? Ach, das ist der, den ich hier an der Mache hatte, ne? Sehr schön. Schönes Schwert noch. Inventar, Waffen, 43 und 45. Ja, egal. Beschäftige mich später mit. Bisher bin ich ja mit dem Schwert ganz gut ausgekommen. Guck mal, ich befürchte, das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Ach, das ist nur ein Baumstamm. Ich befürchte, das wird nichts mehr. Wir sind auch schon wieder bei 32 Minuten hier. Auf der anderen Seite können wir da nochmal rüber. Lass uns das doch mal machen. Ist das denn jetzt der Weg da? Ja, das ist der Weg. Hier kann man mal gucken. Vielleicht haben sie sich aufgeteilt und eine ist hier rüber. Man weiß es ja nicht. Dann können wir erst wieder mit dem ganz normal sprechen und ihn dann von hinten in den Rücken schießen. Nee, das wird es wohl nicht sein. Nee. Nee, hier oben will er nicht sein. Können wir hier mal runter, ja. Oder wo sind wir hier? Ach, hier sind wir! Ach, das war her! Die haben dann den Jagdausflug mit dem Snob da gemacht. Ach Mensch. Ah, da könnte man aber theoretisch schlafen und essen, sonst, wenn es drauf ankommt. Das könnte man machen. Also die ganzen Weg da will ich jetzt aber nicht entlang reiten. Dann nehme ich lieber den Weg da hoch. Hier geht es doch gleich irgendwo einen Weg hoch. Dann nehmen wir den. Da hier. Mal gucken. Wo mag denn der andere Typ sein?
ansonsten müssen wir das nächste Woche mal machen. Lara entdeckt. Hey, wer ist da? Bist du gleich auf Krawall? Ah. Hä? Okay. Na gut, dann. Kann ich irgendwie helfen? Nee, ja, ich wollte mit dir reden, aber willst du ja nicht. Dementsprechend kannst du mir auch nicht helfen. Kommt er mir jetzt immer hinterher? Ist ja unheimlich, der Typ. Für dein Geschieße wirst du bezahlen. Nein. Meinst du? Oh. Oh, Steinpilze. So. Die Steinpilze hätten wir auch. So, plündern. So, das ist, ging ja gut, muss ich sagen. Oh, ein kleines Rüstungsset, meins, schön. Lommerpfeile, Spitzpfeil, und die Jagdhandschuhe, die gehen gut weg. Ja, das ist mit den Steinbitzen da vielleicht irgendwie. Ich muss gerade auch nachhaken. Was haben wir denn hier? Ist das eine Truhe? Moment, da stand doch eben öffnen, oder nicht? Und da kann ich ernsthaft schlafen. Ach nee, setzen stand da, okay. Gegenstand kochen. Aus den Töpfen. Habe ich denn Hunger? Nö. Sonst haben die hier nichts, ne? Okay. Dann können wir jetzt aber zurück und die Quest da fertig machen. Entschuldigung. Meine Güte. Ja, aber toll. Also die Banditen gefunden und nochmal zwei richtige Banditen. Viel Loot einkassiert hier. Sehr schön. Und wir sind etwa 38 Minuten. Egal, komm, wir geben die Quest eben noch ab. Das machen wir, es wird dann ja auch dunkel. Was? Hä? Hast weiche Knie bekommen, was? What the heck? Weiche sind ja nur... Wir vertrennen hier ständig Leute durchs Unterholz. Es ist ja schön, dass die Banditen nicht mehr da sind, aber hier sind 50 andere. Das ist das Problem. Meine Güte. Auf alle Fälle hauen wir ab. Ich wollte mich jetzt nicht schon wieder mit neuen Gegnern anlegen. Ich will die Queste abgeben und dann hoffe ich, dass das Spiel speichert danach. Ja, da sind speichere ich per Hand irgendwie. Weil ich werde mich jetzt dann hier gleich ausloggen und dann für hier auch Feierabend machen dann. Ist er das oder? Ist er das? Oh, wo ist denn der Typ denn schon wieder hin hier? Ist er das? Ja. So.
Das brauchen wir aber nicht mehr anzulügen. Wer weiß, was denn dann passiert? Ich habe sie erledigt, genau. Ich habe die zwei Halsabschneider erledigt. Und jetzt rück raus mit den Infos. Sieht nicht aus, als hättest du dich geschlagen. Wenn du mir nicht glaubst, sieh doch selbst nach. Eben. Ist gut, ist gut. Die Hauptsache ist, dass sie erledigt sind. Sie sind tot. Also, was wolltest du mir sagen? Rotschopf war hier, aber die Jungs haben ihn irgendwo versteckt. Ist jetzt wohl nicht mehr nötig, oder? Er ist nicht mehr in Gefahr. Nee. Wir auch nicht. Genau. Stimmt. Ihr seid jetzt sicher. Naja, draußen sitzen 17 neue Banditen. Er hält sich in der Nähe versteckt. Ein Stück entlang der Straße nach Uschice zweigt rechts ein Weg zu einer Quelle ab. Von dort aus führt ein überwucherter Pfad zu einer Hütte. Okay. Endlich eine nützliche Information. Hab Dank, Köhler. Finde Rotschopf in verschwundenen Steinbrücken auf Neuer Hof. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich alles recht weit weg. Nee, ist gleich nebenan. Lara. Ja, da könnten wir pennen, ne? Wir könnten aber auch da pennen. Ich würde ganz gerne irgendwo, ich muss da irgendwo schlafen können, oder? Oder nicht? Wir können auch in der Nacht hier durch die Gegend reiten, aber kriege ich die hier irgendwo einfach im Bett pennen oder so? Im Fremdenbett? Geht das? Würde das gehen? Stehen, schlafen. Es ist nicht privat hier, also müsste ich hier schlafen können, würde ich denken, ne? Oder? Habt ihr noch Platz? Hier könnte man doch schlafen. Das sollte doch gehen. So, ich werde mich aber jetzt verabschieden hier aus der Folge. Und dann machen wir dann nächstes Mal weiter. Cody, okay, bis dann. Tschüss.